Also, Green, alter Junge, hast du Zeit? Nun ist es Zeit für eine kurze Pause und ein paar Nachrichten von unserem Sponsor. Wir haben kaum noch Mutterbeerensamen. Es wäre wohl klug, wenn wir mehr der Beeren aufheben, um die Samen zu extrahieren. Was sagst du? Alles klar, abgemacht, Brown. Mach dir keine Sorgen. Ach, das ist aber toll. Willkommen in Grey Garden, Liebling. Dies ist die erste und einzige Hydrokultureinrichtung im Commonwealth, die ausschließlich von Robotern betrieben wird. Es gibt hier keinen einzigen Menschen? Ich sehe hier sonst niemanden. Ganz richtig, Liebling. Wir sind vollkommen autark und benötigen keinen Menschen, der unsere Tätigkeiten überwacht. Du musst wissen, dass es hier zwei Arten von Robotern gibt. Die Arbeiterdrohnen übernehmen einfache Tätigkeiten und Wartungsaufgaben. Wir Aufseher, also ich selbst, Green und Brown, besitzen komplexe kognitive Prozessoren. Wir sind in der Lage, komplizierte Probleme zu analysieren und Entscheidungen zu treffen. Ein Beweis für die Genialität unseres Erbauers, Dr. Edward Gray. Ich erinnere mich an ihn. Er war einer der leitenden Ingenieure von Robco. Aber mehr als nur ein bisschen exzentrisch. Du scheinst etwas verwirrt zu sein, Liebling. Du bist viel zu jung, um dich an Dinge zu erinnern, die vor dem Krieg geschehen sind. Ich war in einem Vault, im Kälteschlaf. Verblüffend. Ich muss sagen, Liebling, du siehst erstaunlich gut erhalten aus. Also, wo war ich? Robotertechnik und künstliche Intelligenz waren die große Leidenschaft unseres Erbauers. Nur seine Liebe zum Fernsehen war ähnlich groß. Vielleicht ist dir bereits aufgefallen, dass ich eine recht einzigartige Persönlichkeit besitze. So wie auch die anderen Aufseher. Irgendwie wurde diese Sache gerade sehr eigenartig. Wieso hat Dr. Gray euch diese Persönlichkeiten verpasst? Ein Genie ist ruhelos. Es kann Stillstand nicht ertragen. Dr. Gray hatte genug von der Standardpersönlichkeit des Mr. Handy. Er hat sich von seinen Lieblingscharakteren aus dem Fernsehen inspirieren lassen. Und wir sind das Ergebnis. Es gibt noch ein paar weitere Dinge, die du wissen solltest. Sprich mit Green, wenn du Vorräte brauchst. Wenn du Kronkorken benötigst, hat Brown eventuell ein paar Jobs für dich. Ah, da wäre noch eine Sache. Eigentlich eine Frage. Sag mal, was hältst du eigentlich von dem Wasser in der Gegend? Es ist furchtbar. Aha, das ist es, oder? Geringer Druck, hohe Strahlung. Eigentlich ist es giftig. Stell dir vor, was es mit meiner Haut macht. Das funktioniert nicht. Ich will mich nicht aufdrängen, aber könntest du uns vielleicht helfen? Also, was soll ich tun? Unser Wasser kommt hauptsächlich aus der alten Western-Anlage südlich von hier. Ein echter Schandfleck. Sei so lieb und schau da mal vorbei. Finde raus, was du tun kannst. Vielleicht ein bisschen aufräumen? Ist bestimmt schmutzig. Wenn du es zum Laufen bringst, lasse ich mir auf jeden Fall was Schönes einfallen. Hey. Kümmer dich bitte um das Wasser, ja? Bin dran. Keine Sorge. Hast du mal einen Augenblick Zeit?
Was gibt's? Als wir uns das erste Mal trafen, hatte ich zugegebenermaßen meine Zweifel, was dich anbelangt. Aber du hast mich schwer beeindruckt. Jemand wie du kann die Minutemen wirklich retten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dem wirklich gewachsen bin, Preston. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Als ich noch klein war, waren die Minutemen meine Helden. Eigentlich waren sie sogar die einzigen Guten in der Gegend. Mit 17 trat ich der Kompanie von Ezra Hollis bei. Ein echt toller Kerl, der wirklich an die alten Werte der Minutemen glaubte. Dort hatten wir ein paar gute Jahre. Ich fühlte mich als Teil von etwas, das größer war als ich. Und ich half dabei, das Commonwealth zu einem besseren Ort zu machen. Warum ist alles so schnell auseinandergebrochen, wenn es doch so grandios war? Es gab sicher eine Menge Dinge, die mir nicht klar waren oder auf die ich nicht genug achtete. Du weißt schon, Politik, Rivalitäten, Feindseligkeiten zwischen den einzelnen Gruppen. Ich denke, General Becker hat alles zusammengehalten und dafür gesorgt, dass alle mehr oder weniger am selben Strang ziehen. Aber nach seinem Tod kam alles ans Tageslicht. Ich konnte es erst gar nicht glauben. Diese Leute schimpften sich Minutemen. Eigentlich hätte ihnen ihre Pflicht den Menschen gegenüber wichtiger sein sollen als alles andere. Du denkst sicher, ich war ziemlich naiv, oder? War ich wohl auch. Und bin ich trotz allem wohl immer noch. Ich glaube noch immer, dass die Minutemen das sein können, wofür ich sie immer gehalten habe. Die Guten. Warum erzählst du mir das alles? Ich wollte mich wohl nur bei dir bedanken. Danke, dass du anders bist als der Großteil der Menschen, denen ich bisher begegnet bin. Wie dem auch sei, ich weiß zu schätzen, dass du dir das angehört hast. Wir müssen uns jetzt aber nicht umarmen, oder? Na, ich stehe nicht so auf Umarmungen. Wir sollten dann mal besser weiter. Hey, warte da. Ich warte auf dich. Hey. Green, mein Name, und Handel steht auf dem Programm. Bereit fürs Feilschen im Garten? Du klingst wie der Moderator einer Spielshow. Das ist die korrekte Antwort. Gut gemacht. Ladies und Gentlemen, sollen wir der glücklichen Gewinnerin verraten, welchen großartigen Preis sie gewonnen hat? Was hab ich denn genau gewonnen? Hier entlang, bitte. Schauen wir uns den großartigen Preis einmal an. Was? Ein brandneues Auto. Wow. Wenn du bereits das Neueste in Sachen schicker, atomar betriebener Mobilität besitzt, kannst du dir deinen Preis auch auszahlen lassen. Wie klingen 100 Kronkorken? Ich habe eine Idee. Machen wir einen Deal. Gefällt mir. Wie wäre es mit 150 Kronkorken? Verlockend, aber da geht doch bestimmt noch was, oder? Hey, du willst wirklich dein Glück herausfordern, was? In Ordnung, dann 200 Kronkorken. Ich muss dich warnen, wenn du noch mehr haben willst, könntest du disqualifiziert werden. Also hör lieber mit dem Falschen auf. Komm schon, ein neues Auto ist doch mehr wert als das. Mit deinen Überredungskünsten könntest du Eskimos Eiswürfel verkaufen. 300 Kronkorken ist mein letztes Angebot. Hier, bitte. Nun, es war mir eine Ehre. Danke, dass du mitgespielt hast. Da fehlen mir echt die Worte. Bereit, deinen großartigen Einkaufstrip zu starten? In Ordnung.
Komm schon. Aye, aye, Man. Warte, da draußen ist was. Dann mal. Da sind sie ja. Verdammt. Das sollten wir nicht den Plünderern überlassen. Ne. Warte da. Hallo. Hey, ich mach mir nicht viel aus Good Neighbor. Da gibt's nichts als Ärger. Na, wenn du meinst. Hi. Hey, hallo. Wir stecken hier echt in Schwierigkeiten. Vielleicht kannst du uns helfen. Ich gehöre zu den Minutemen. Wie kann ich helfen? Es sind diese verdammten Grünhäute, die Supermutanten. Immer wenn sie kommen, müssen wir flüchten oder uns verstecken. Sie nehmen alles mit, was sie fressen können und zerstören alles andere. Und wenn wir sie mal nicht kommen sehen, sind wir alle tot. Wir können so nicht weiterleben. Bitte, du musst uns helfen. Weißt du, wo sie herkommen? Sogar ziemlich genau. Ich hoffe, du findest sie und löscht sie aus. Ist hier in der Gegend was Interessantes passiert? Ich wusste, du würdest uns helfen. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Ha ha!
Schieß los. Und los. Okay. Klingt gut. Okay, was soll ich tun? Geh dorthin. Ist so gut wie erledigt. Dorthin. Bin dabei, General. Da. Ich kümmere mich drum. Und los. Okay. Dort drüben. Aye, aye, man. Geschlossen. Hey! Ich bin ganz Ohr. Guck dir das an. Tut mir leid, General. Ich wünschte, ich könnte. Jeder Schuss muss sitzen! Leck mich, Mann. Hey! Hier drüben! Ganz ruhig! Hab den Gegner aus dem Blick verloren. Du Idiot. Hey. Okay. Hier ist alles dorthin. Sauber. Warte, da draußen ist was. Psst. Ich bin... Verdammt! Da wo drüben. Sind sie? Arschloch! Ah!
draußen. Hast du das? Eröffne das Feuer. Es ist wahrscheinlich besser so. Mach das! Hab sie gefunden. Sie finden. Hey, geh dorthin. Danke für den Ratschlag. Hey, zeig es mir. Dorthin. Ich kümmere mich drum. Hier drüben. Was gibt's? Kein Grund zur Sorge. Hey! Okay. Was soll ich tun? Guck nach, ob der was Interessantes hatte. Okay. Schnapp dir was Nützliches. Verstehe. Bist du sicher, dass es sich lohnt, das mitzunehmen?
Showtime.